Ja, Leute, heute gibt es wieder einen Blick in meine Fototasche. Da habe ich ein paar Sachen entdeckt, die so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind. Und wenn du unter 30 bist und denkst, ein Handy wäre ein Fotoapparat, dann wirst du erstaunt sein, was es alles so gibt. Und ich habe mir jetzt auch ein bisschen Unterstützung geholt. Das ist hier dieser wunderbare Katalog von Hama 1988. Hama gibt es noch. Du siehst hier einen fetten Katalog. Ich denke mal, das ist auch der Vorteil von Hama. 560 Seiten Produkte rund ums Fotografieren. Also keine Kameras, keine Objektive, sondern nur so Kram, der rund ums um den Fotoapparat und ums Fotografieren gebraucht werden kann, könnte und so weiter. Sehr liebevoll, also ist ja dann nicht nur für mein Kamerasystem, sondern dann auch 20 Varianten für jede andere Firma auch. Ich denke mal, das ist die große Herausforderung der Firma, da den Überblick zu behalten. Und erstaunlicherweise habe ich davon eine Menge auch in meiner Fototasche. Fangen wir mal an mit einem Teil. Hier. Was denkst du, was das ist? Ich zeige das mal meine Detailkamera. Also bei Fotoapparaten ist es inzwischen wohl wahrscheinlich nicht mehr bekannt, weil alle ja aufs Display glotzen. Entschuldigung. Sondern es gehört hier ans Okular. Ich zeige das lieber mal in der Detailkamera. So, du machst das ab. Das ist hier die Polsterung. Nicht so spektakulär. Und dann kommt das Ding hier rauf. So sieht das aus. Und in der Praxis ist das, das mal beim Fotografieren, hier so einen Schutz vor Lichteinfall hat. Ja, und ich finde das sehr angenehm. Ich benutze das eigentlich auch noch ganz gern, aber eben nicht immer, weil es einen kleinen Nachteil hat. Man sieht es hier vielleicht so ein bisschen im Detail. Es steht sehr weit vom Kameragehäuse ab und wenn man es so in die Fototasche reinquetscht, dann geht diese Augenmuschel leider häufig verloren. Das ist echt ein Nachteil. Und deswegen habe ich sie jetzt nicht standardmäßig da dran. Es ist wirklich ganz angenehm, denn sonst siehst du mich wirklich beim Fotografieren häufig, dass ich so da stehe. Denn wenn das Sonnenlicht direkt von der Seite kommt oder sogar leicht von hinten, dann ist das ziemlich unangenehm. Das kennt man auch als Brillenträger. Es, wenn das Licht von hier hinten reinfällt, dann nützt einem auch meistens die Vergütung nichts. Als Special gibt es diese Augenmuschel auch noch mit Korrekturlinsen, wenn diese Okulareinstellung nicht reicht. Die geht ja bei mir nur bis minus 2 Dioptrien oder plus 2, plus minus 2. Dann kann man auch noch welche Augenmuschel mit Korrekturlinse kriegen. Also in diesem Katalog von 1988, also ob das heute noch so ist. Aber du kannst ja mal gucken, wenn du das Problem hast, vielleicht hilft es dir, mit diesem skurrilen Zubehörteil eine Lösung zu finden. Kommen wir zum nächsten Zubehörteil, das ich aus den Tiefen meines Archivs geholt habe. Ich lasse die Kamera mal hier. So, ich zeige es mal so in die Kamera. Und dann nochmal in die Detailkamera. Ja, ein Blitzschuh ohne Mittenkontakt oder wie? Ein Hotschuh, der eigentlich ein Coldschuh ist, wie es im Englischen so schön unterschieden wird. Das stimmt ja nicht ganz, denn er hat ja hier unten einen Mittenkontakt. Ja, und das Besondere ist eben hier an der Seite, das ist für Blitzkabel. Ja, und bei den älteren Kameras, die haben zwar alle einen Mittenkontakt für Blitzauslösung, aber sie hatten nicht immer einen
Blitzkontakt, der hier noch mal an der Seite ist. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt auch wirklich auch alle Kameras das heutzutage haben. Also die Canons haben es, glaube ich, alle. Also alle Canon-Kameras, die ich habe, haben es. Und da behilfst du dich, indem du nämlich diesen Adapter hier oben auf den Zubehörschuh schiebst. Und dann hast du einen Kabelanschluss. Ich habe das ja auch öfter bei meinen Blitz-Tutorials gesagt. Man muss nicht immer die Funklösung nehmen, man kann auch Kabel nehmen. Denn dazu gehört eben auch dieses Ding hier. Schönes Spiralkabel. Ich zeige das ja auch nochmal hier. Und das wird dann einfach hier oben angeschlossen. Kann ich nicht um die Ecke gucken. So. Und hier kommt der Blitz dran. Auch da natürlich immer so ein bisschen die Einschränkung, weil das jetzt ja alles wirklich analoges Zeug ist, was aber auch an der Digitalkamera noch funktionieren kann, wenn man die ganzen Teile zusammenkriegt. Meine Yongnuo Blitze haben so einen Anschluss. Ich glaube, der nennt sich PCR. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Allerdings erwartet er hier eine etwas andere Buchse. Denn diese ist so gedacht, dass man mit dem Blitzgerät, was man sich damals gekauft hat, kriegst du so ein Adapterkabel. Dann machst du das hier dran. Und das ist dann das Blitzkabel, was mit meinem Blitz geliefert wurde, zu Analogzeiten. Ich denke mal, heute ist eben dieser PCR-Stecker üblicher, wenn ein Blitz das noch hat, aber nach meiner Erfahrung eben der gleiche, der auf dieser Seite ist. Also man müsste denn hier zwei identische Anschlüsse haben. Aber dann kannst du mit Hilfe so eines Steckers oder auch mit einem Direktanschluss entfesselt blitzen. Ja, und das ist also, da muss man nicht mit Funktechnologie arbeiten, denn Funktechnologie heißt ja auch immer wieder, du musst dich um ein bis zwei Akkus kümmern. Das muss alles auf demselben Kanal funken. Ich finde immer diese Kabellösungen, die immer so belächelt werden, deshalb gut, wenn du dir das einmal zusammengesteckt hast, dass diese Anschlüsse passen. In dem Moment, wo du sie an die Buchse ansteckst, ich mache das auch mal hier nochmal. Moment. Jetzt den richtigen? Nee, den falschen. Ja. Sobald du da du einen richtigen Stecker zusammengesucht hast und das alles passt, ist das so angesteckt und es ist betriebsbereit. Man muss in der Regel nichts konfigurieren in der Hinsicht. Also, dass man hier irgendwas im Menü umstellen muss. Die Dinger sind immer betriebsbereit. Wie gesagt, das Schmankerl, was ich jetzt natürlich wahrscheinlich nicht mehr ernsthaft benutze, ist eben, wer diesen Anschluss nicht hat, kann sich so ein Würfelding holen und sich so einen Anschluss besorgen, sozusagen hier nachrüsten. Außer du hast Sony, ja, also die neueren ja wieder, ist es wieder anders, aber es gab ja auch so eine gewisse, als Sony noch ganz frisch von Minolta war, da haben sie den Mittenkontakt weggelassen. Bei Canon gibt es auch zwei Kameras, wo man das macht, ich glaube die 200D, ich bin nicht ganz sicher. Ja, da fehlt der Mittenkontakt, damit du auf die Blitzgeräte vom Hersteller gezwungen wirst. Das finde ich eine ganz unsympathische Idee. Also da musst du darauf achten, ob das da der Fall ist. Dann hilft dir das natürlich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese Dinger noch beim Chinamann gibt. Und ich möchte sie dir natürlich auch noch mal zeigen. Und es gibt sie im Katalog. Und zwar hier haben wir sie. Dieses und noch viel mehr. Hier sind sie. Ne? Damals habe ich da einen Zehner ausgegeben. 10 Mark. Zu der Zeit war ich noch Schüler. Taschengeld, das war nicht ganz wenig. Und ich habe es nur mäßig benutzt, weil zu Analogzeiten war Blitzen nicht so mein Ding, weil man konnte sich nicht so rantasten, wie es heute ist. Heute liebe ich das ja, weil man mit der Digitalkamera sofort testen kann, ob es geklappt hat oder nicht.
One More Thing. Hier sogar mit Originalverpackung. Na, was ist das? Da wer über 30 ist, kennt das vielleicht und schon länger fotografiert. Das ist der Schwenksucher anno Analogzeiten. Das ist ein sogenannter Winkelsucher. Mal gucken hier mit meiner Detailkamera. Ein Winkelsucher. Das ist im Prinzip das, was heute der Schwenkmonitor macht, mit der Betonung auf Schwenken. Also es vergrößert hier nichts weiter. Und auch hier wieder mal die Kamera hervorgeholt. Auch das ist wieder eine Sache fürs Okular. Ich sehe gerade, hier hat es irgendwie einen kleinen Unfall gegeben. Es wird auf das Okular gesteckt. Und dann kannst du um die Ecke gucken. Das ist der Sinn vom Winkelsucher. Das ist nicht schlecht. Hat so einen ganz kleinen Nachteil. Das Bild ist seitenverkehrt, was natürlich beim Reflex, oh, ich will ein bisschen nach links, oh, ich will rechts, ja, da muss man sich dran gewöhnen, aber es funktioniert, es ist optisch einfach, ja, hier ist ein Spiegel drin, ich glaube, es gibt auch bessere Modelle mit Prisma, weiß ich jetzt nicht, ich habe hier ein Modell mit einem Spiegel und auch hier ist wieder für Leute, ja, seit ich eine Lesebrille bei einigen Situationen brauche, habe ich da Verständnis für. Wenn man eine gewisse Fehlsichtigkeit hat, gibt es die auch noch mit fokussierbaren Okular, dass man dann also auch noch mal seine Fehlsichtigkeit ausgleichen kann und hat dann sozusagen 2 in 1. Also das Schwenkdisplay von 1988 und auch da können wir natürlich wieder auf Hammer setzen und zwar ein bisschen weiter hinten. So, man sieht es so grob. Ich habe jetzt hier auch mit dem Spiegelbild so ein bisschen meine Probleme. Also wirklich viele Varianten. Es wird ja auch heute so ein bisschen über Hammer gelästert, dass das nicht so gute Sachen sind. Sie sind meines Erachtens aber immer brauchbar und okay. Hier ist eben wirklich wieder hervorzuheben, ja, dass sie sich Mühe geben, nicht nur so für die drei Mainstream-Hersteller, sondern hier steht für Pentax S, für Pentax K, für Nikon, Klammern Gewinde, nicht F3, Klammer zu. Minolta, auch 5000, 7000, 9000. Canon, auch T-Serie. EOS, nicht für die neue F1. Olympus OM, Konica T3. Contax Yashica, Rollei Vogtländer, Revue Flex, Mamiya, Exacta, Fujika, Praktika, Cosina, Post Kompakt, Chin und CE, Revue AC und Leica Flex. Und hier neben sehe ich auch, dass es einen Prismensucher gibt. Und da steht eben, der Prismensucher im Gegensatz zum Spiegel hat ein seitenrichtiges und aufrecht stehendes Bild. Also Prisma ist natürlich die bessere Variante. Ich habe es geahnt, ich habe es nicht genau gewusst, aber hier steht das extra nochmal drin. Und ja, das war der Winkelsucher. Das sind also meine drei Dinge, meine drei merkwürdigen Dinge aus der Fototasche. Sind die sehr merkwürdig oder sagst du, ah, könnte man heute auch noch gebrauchen, kaufe ich mir sofort? Ich glaube, man kann vieles davon noch finden, wenn man danach sucht. Es wird einem nicht angeboten irgendwie bei diesen Empfehlungsseiten. Aber wenn du sagst, ich suche einen Winkelsucher oder ich suche einen, so einen Blitzadapter, Kabeladapter oder eine Augenmuschel, ich werde es ja mal für die Shownotes überprüfen und dann wissen wir ja, was man heutzutage noch rankriegt.
Es ist ja auch so ein bisschen Bewahren des Wissens, bevor es verloren geht, ne, mit uns alten Säcken. Und sonst gilt wie immer, runter vom Sofa, Fotos machen und nicht nur darüber reden. Bis denne.